Herzlich willkommen bei PC Instruments. Mein Name ist Lukas Ludwig und ich möchte Sie heute mit der Bedienung des Magnetrührers PCE MSR 450 vertraut machen. Um den Magnetrührer zu starten, ist der Hauptschalter im vorderen Bereich des Gehäuses zu betätigen. Nach dem Einschalten des Magnetrührers erscheinen uns nun im Display die zuletzt verwendeten Einstellungen. Ich sehe in dem Fall einmal, dass die Rührung mit 870 Umdrehungen in der Minute erfolgte, sowie keine zeitliche Begrenzung eingestellt war. Um mit der Rührung zu beginnen, drücken wir die Power-Taste. Wir sehen nun den aktuellen Drehstand, der stufenweise auf die von mir eingestellte Drehzahl sich hochschraubt. Der Magnetrührer bietet uns die Möglichkeit, die Rührgeschwindigkeit von 200 bis 2200 Umdrehungen in der Minute in 10er Schritten einzustellen. Dazu drücken wir die Speed-Taste. Der Wert kann nun mit der Plus- und Minus-Taste verändert werden. Die Einstellung erfolgt in 10er Schritten. Ein längeres Drücken der Taste ermöglicht eine schnellere Eingabe. Der Magnetrührer bietet die Möglichkeit, bei Bedarf eine automatische Rührzeit von 1 bis 999 Minuten einzustellen. Dazu drücken wir die Time-Taste und können nun mit der Minus- bzw. Plus-Taste die von uns gewünschte Rührdauer zwischen 1 und 999 Minuten einstellen. Wenn der Wert aufhört zu blinken, wird dieser nun übernommen. Soll die Rührzeitfunktion deaktiviert werden, so ist bei den Time-Einstellungen das Unendlichkeitszeichen zu wählen. Nach dem Aus und wieder Einschalten startet der Magnetrührer mit den von mir zuletzt verwendeten Einstellungen. Die Besonderheit hier ist die Möglichkeit, die Rührrichtung jede paar Sekunden automatisch zu wechseln. Dazu dient die Pulstaste. Ist die Pulsfunktion aktiv, so leuchtet die LED blau. Um den Wechselintervall einzustellen, drücke ich die Pulstaste und halte diese gedrückt. Nun kann ich mit der Plus- und Minustaste mir einen Zeitintervall von 30 bis zu 99 Sekunden einstellen. Eine weitere Funktion ist die Möglichkeit, die Tasten zu sperren. Dazu drücken wir die Lock-Taste und halten diese kurz gedrückt. Im Display erscheint die Anzeige L-On, somit ist die Tastatur gesperrt. Ist die Tastensperre aktiv, kann nur die Power-Taste betätigt werden. Diese Taste hat jedoch noch eine weitere Funktion. Es handelt sich dann hier um die Anti-Schlupf-Funktion. Ist die Funktion aktiv, so leuchtet die LED blau. Dazu drücken wir einfach die Slip-Taste. Diese Funktion bedeutet, wenn der Magnetrührer die von mir eingestellte Drehzahl nicht erreichen kann, weil zum Beispiel die Viskosität zu groß ist, dann regelt er automatisch die Drehzahl nach. Eine Besonderheit haben wir hier noch. Es ist die Möglichkeit, all diese Einstellungen im internen Datenspeicher zu hinterlegen.
Dazu drücken wir die Proc-Taste. Nun können wir mit der Plus- und Minus-Taste den Speicherplatz auswählen. Der Magnetruder bietet mir die Möglichkeit, bis zu 99 Speicherplätze zu hinterlegen. Weitere technische Daten sowie optionales Zubehör finden Sie auf unserer Internetseite www.pce-instruments.com.